Liebe Patientinnen und Patienten, ich möchte Ihnen nun zeigen, wie Sie die Mein Rezept Online App auf Ihr Smartphone laden, um Online-Rezepte von Ihren Ärzten zu empfangen und an Ihre lokale Apotheke zur Lieferung Ihrer Medikamente weiterzuleiten. Gehen Sie zunächst auf den App Store bzw. auf den Google Play Store, sollten Sie ein Android-Smartphone benutzen. Geben Untersuchen Mein Rezept ein und Sie sehen schon hier als Suchergebnis Mein Rezept Online. In der Folge werden Ihnen zwei Apps zum Download angeboten. Die hellblaue ist die Patienten-App, das ist die für Sie relevante. Laden Sie sie nun runter, öffnen Sie und geben Ihre Telefonnummer ein. Bestätigen Ihr Einverständnis mit unseren Datenschutzbedingungen und bestätigen die Nummer. Dann erhalten Sie eine SMS mit einem vierstelligen Code. Nun werden Sie gebeten, auszuwählen, wie Sie versichert sind. Zunächst einmal zeige ich Ihnen die Variante der gesetzlichen Krankenversicherung. Es wird Ihnen gezeigt, dass hier die Rückseite Ihrer elektronischen Gesundheitskarte eingescannt werden soll. Dazu halten Sie sie unter die Kamera, deren Benutzung Sie erstmal erlauben müssen. Legen Sie dann in das Suchfeld, drücken auf den weißen Knopf und dann wird die Karte automatisch eingelesen. Sie überprüfen nochmal, ob alle Daten auch so stimmen und bestätigen mit der blauen Taste. Nun werden Sie gebeten, Benachrichtigungen zu aktivieren. Sollten Sie zusätzlich privat versichert sein oder eine andere Person, die aus Ihrem Familienkreis kommt und die privat versichert ist, Ihrem Konto hinzufügen wollen, können Sie hier sagen, neue Karte hinzufügen. Diesmal wählen Sie private Krankenversicherung aus. Sie halten die Karte von der Vorderseite drunter, von der Rückseite und auch hier werden dann die Daten automatisch eingelesen. Sie bestätigen, fertig. Auch hier dann der Bildschirm, dass noch keine Rezepte für Sie zur Verfügung stehen. In dem Moment, wo Sie ein Online-Rezept von Ihrem Arzt zugesendet bekommen, werden Sie durch eine Meldung auf Ihrem Smartphone benachrichtigt. Sie öffnen die App und wählen das Rezept aus, klicken auf Medikamente liefern lassen. Zunächst einmal sehen Sie die als Standardlieferadresse jene Adresse, die auf dem Rezept gedruckt ist. Sie können aber auch jede andere Adresse wählen oder über die Suchmaske im oberen Teil des Bildschirmes eine weitere Lieferadresse suchen. Für diesen Fall hier der Demonstration wähle ich die Adresse Musterfrau Rathausmarkt. Im nächsten Schritt wird dann jene Apotheke Ihnen als Lieferapotheke vorgeschlagen, in deren Liefergebiet die gewählte Lieferadresse fällt. Ich wähle die Apotheke aus, bekomme nochmal eine Zusammenfassung der Bestellung gezeigt, wohin das Medikament geliefert werden soll. Ich habe die Möglichkeit, noch eine Beratung durch die Apotheke zu erbitten, indem ich diesen Schalter aktiviere und sende dann das Rezept an die Apotheke, die im nächsten Schritt Ihnen mitteilen wird, wann das Rezept bzw. wann sie die Medikamente Ihnen liefern wird. Das ist alles, was Sie tun müssen, um Ihre Medikamente an eine Wunschadresse geliefert zu bekommen.